Ja, liebe YouTuber und Zuschauer, Briefdaumfreunde und wer sonst noch alle guckt, Interessierte. Heute sind wir hier in Gladbeck bei den Paul Jandewert. Richtig. Unser RV-Mitglied und unser erster Vorsitzender, der Walter Kleinöder, ist ja bekannt. Die Lady ist auch wie immer dabei. Ja, er hat außergewöhnliche Erfolge in unserer RV erzielt, würde ich sagen. Vor allen Dingen, glaube ich, mit Weibchen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, weil ich ja schon mal ab und zu immer was darüber schreibe. Ja, dann gebe ich jetzt das Wort an den Walter. Ja, wir sind heute Morgen beim Paul Jandewert. Das ist schon sehr, sehr außergewöhnlich, was Paul hier in den 2 Jahren hier in unserer RV errungen hat. Vor allen Dingen nicht nur bei den normalen Programmspielen, sondern auch im Championat. Und vor allen Dingen die erste Konkurse, die er gemacht hat auf 200, 300, 400, 800, 820 Kilometer. Das ist an sich schon sehr, sehr außergewöhnlich und da kann man nur gratulieren. Schon im ersten Jahr ein Weibchen, also glaube ich 4 erste Konkurse macht. Ja, ja, ja. Und schon, so wie ich weiß, als Jungtier Richtung Osten schon den ersten Konkurs machte. In der Reisevereinigung Bottrop. Also. In der Reisevereinigung Bottrop. Und dann ist das Tier leider irgendwann mal nicht zurückgekommen. Aber auf dem Feld der Ehre geblieben. Ja. Und, aber dieses Jahr ist also zu erwähnen, dass es also der RV-Meister geworden ist mit einem satten Vorsprung und Weibchen hat die auf den weiten Flügen Rufeck 1, Janak und Rufeck 2 dreimal gesetzt und dreimal Preis gemacht hat. Zwei Stück. Und ein drittes Weibchen, was auch noch sehr gut gesetzt wurde, von 3 2 Preise gemacht. Auf diesen über 800 Kilometer. Ja. Er macht auch einen ersten Konkurs in der Zone auf Janak. Ja. Und wie viele Kilometer sind das genau, Janak? 838. Ja. Und er ist Nationalsieger, so kann er sich auch nennen. Wir haben ja als einzige RV in Deutschland einen eigenen Nationalflug organisieren können. Und zwar war das dieser Rufeck 2. Und da hat er in unserer Zone ganz hervorragend abgeschnitten. Ersten, zweiten, dritten. Kann man nur sagen, Glückwunsch, also schon außergewöhnlich. Auch die Leistungen in den Normaltouren, die 200, 300, 400, 500 Kilometer Flüge, ist schon, wenn man von einer Allround-Taube sprechen kann, dann kann man davon sprechen. Das ist schon wohl richtig. Ja. Ja. Wir sind jetzt zum ersten Mal hier auf der Schachanlage. Ich habe wohl schon mal in der WAZ oder habe ich schon mal etwas gelesen hier von dieser Schlaganlage und auch wie du da deine Tauben präsentiert hast. Eine Frage, wie bist du denn zum Taubensport gekommen? Ja, da war ich ganze 13 oder 14 Jahre alt. Ja. Da hatte mein älterer Bruder oder die älteren Brüder hatten schon Tauben, der Onkel hatte Tauben. Da waren 3 Häuser und 6 reisende Schläge. Ja, da konnte man fast gar nicht anders. Aber das war ja nicht hier, ne? Nein, das war in Kirchhellen an der Bundesstraße, ist vielleicht bekannt, das Hotel Jandewert Bayer. Nicht bekannt. Da ist mein Elternhaus. Und konnte man so rumgucken, dann waren da 6 reisende Schläge auch dann schon. Ne? Und ja, ein paar Jahre habe ich ausgesetzt, wo man so von 18 bis 25
hat man schon mal andere Interessen. Ja, klar. Ja. Fußball vielleicht oder ja, so. Ja. Frauen. Ja. Und als man dann verheiratet war, da bin ich dann aber auch sofort wieder angefangen. 1975, glaube ich. Und seitdem bin ich ohne Pause schon dabei. Mhm. Ja. Waren auch immer schon immer schöne Erfolge. Ich weiß noch genau, dass ich 1979, dann war das der Kreisverband 99 in Dorsten, da war ich schon mal erster Kreismeister. Da waren über 400 Reisende-Schläger. Dann war ich 1988 Reisevereinigungsmeister mit den Alttauben. Und ich glaube 85 schon mal bei den Jungtauben. Und dann bin ich hierher gezogen. Da wollte es die ersten Jahre nicht klappen. Ob es am Schlag lag, ja schon ja nur noch Reste von dem sind, wie er mal gebaut wurde. Ja. Immer wieder umgebaut, Löcher reingeschnitten, Löcher zugemacht. Und aber dann seit 2010 klappt es wieder wunderbar. Dann hatten wir hier in der Umgebung ja auch alle mit der Reisevereinigung Gladbeck gespielt. Und da war ich in den letzten 10 Jahren zweimal erster Reisevereinigungsmeister und 5-mal zweiter in 10 Jahren. Mhm. Einmal vierter, einmal sechster, glaube ich noch. Ja, und ja, dann spielen sind wir nach, weil das nur noch ein paar Züchter waren, sind wir nach Bottrop gegangen. Ja, und Bottrop spielte dann nur noch, ja, 400 Kilometer war schon Weitstreckenflug. Ja. Dann habe ich immer gesagt, das kann es auch nicht sein. Und aus dem Internet kann ich ehrlich sagen, habe ich auch den schönen Reiseplan gesehen, der mir sehr zusagte. Von Oberhausen. Von Oberhausen. Und da bin ich seit 2 Jahren noch da. Fühle mich da auch sehr wohl. Ja, nur mal ganz was ich sagen rein. Wollte, der Ursprung deiner Tauben. Wie ist das angefangen oder hast du gezielt gesucht? Oder nein. Sind da Tauben so aus dem Ruhrgebiet? Nee, sind schon ursprungs aus Belgien. Nur ich war immer nur Arbeitnehmer und mein Freund, das Hotel Jan de Wet Beyer, mein Bruder, auch Taubenzüchter, leider verstorben jetzt. Da waren wir dann schon im Jahre 2002 bei Jos van Kampen in Belgien. Eine ganz bekannte Stadt, ja. War vor kurzem noch in der Taubenzeitung mit dem großen Ring. Steigert jedes Jahr eins. Pantherlinie. Pantherlinie. Und die Schwarzen habe ich zum Teil auch noch hier. Die gehen ja auf den Sleet zurück, aus dem Panther von Sleet. Ist ja auch schon, aber von dieser, wir waren 2003 da, da hatte der auch fast nur Schwarze gehabt. Ja. Und mein Bruder hat dann, ich glaube, 30 Jungtauben da gehabt. Ah, so. Hätte man auch einen Kleinwagen verkriegen können schon damals. Ne? Na, ist ja egal. Ja, aber der war immer sehr beruflich so sehr eingespannt. Der meinte, jetzt muss ich gute Tauben haben, dann geht er von alleine. Aber der Züchter muss auch noch ein bisschen dazu tun. Ja. Und dann habe ich den einen oder anderen Jungtaube davon mal mitbekommen. Ja, so ist das. Ja, dann nehmen wir da mit. Und hier hat es immer wunderbar geklappt und bei ihm. Nicht so. 10 Jahre später, da waren die Tauben, die er hatte, nicht mehr gut genug anscheinend. Dann waren wir bei Gabi van den Abele. Ui. Der hatte nochmal zugeschlagen. Ich glaube, da hat er einen Mittelklassewagen da gelassen. Und er hatte 28 Stück gekauft bei van den Abele. Ach, und klappte auch wieder nicht. Ne? Aber du hast dann auch davon profitiert. Eine, die, als er nicht mehr konnte, ich habe aber dann die Tauben noch ein bisschen mit gepflegt auch. Und auch wenn Junge da war, noch geringt, der letzte Paar. Und die eine, da ist noch eine Ringnummer von ihm noch. Die ist von 2021. Und die macht dann auch alle 3 weiten Flüge, macht die dann auch. Hast du die verkammt mit die van den Abele gekreuzt, oder? Nee, eigentlich nicht. Ja, zumindest nicht gezielt. Also. Ne? Gut an gut, Ende. Mhm. Und ein paar gute, muss ich sagen, habe ich auch noch, auch schon leider verstorben. Norbert Lewandowski aus Gladbeck. Den kannte ich persönlich. Der war früher immer bei Striebe. Richtig. Da hat er gelesen. Ja. Und der hat mir auch schon mal immer ein paar gute Tauben zukommen lassen. Eine Originale von ihm habe ich auch jetzt noch da. Also ich konnte, nehmen sie mit. Und ich kann keine mehr halten. Und dann immer gekreuzt, ja. Ich kann nur sagen, die Guten kommen aus den Guten. Ja, da hast du ja auch, sagen wir mal, wirklich die Creme de la Creme mit. Lewandowski, also der war schon hier. Der war immer, ich glaube, derjenige, der am meisten, der V-Meister, am meisten Pokal. Hat sich auch in den Kreisen bewegt und die anderen. Ja. Der hat sich auch nicht geschönt. Nee. Ja, wie gesagt, das spielt auch viele eine Rolle. Was ich auch ideal hier. Ja, wie gesagt, landschaftlich gelegen. Ich zeige euch mal hier die Schläge. Erstmal hier ein wunderschönes Häuschen, da die Terrasse, ein großzügig angelegter Garten hier. Wer pflegt die Blumen? Deine Frau oder du? Auch du. Aha. Ja,
Dann die Schlaganlage, die lässt auch nichts zu wünschen über. Nee. Ja, da nochmal für eine Tasse Kaffee zu trinken, ein bisschen näher am Schlag. Nee. Ja, aber da sieht es vielleicht auch, da habe ich mal ab und zu drin, war in dem Baum. Sehr wohl. Ja, da sitzt er drin. Nee, da sitzt er nicht drin. Aber es ist schon sehr schwierig mit den Jungtauben früher, weil die so verängstigt sind. Die fliegen dann in den Baum. Ja, ich habe das, glaube ich, gleiche. Ich habe die Baumtauben, ja. Ja, nee, die kommen aus dem Schlachthaus, sitzen im Baum. Bei der ersten Mal, boah, die Hälfte Jungtauben weg. Die haben mal geflöte. Sim, 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 kommt aus dem Baum raus. Weißt du, ein Eichenbaum? Eine Eiche ist er. Ah. Da kannst du aber nicht. Kannst ja im Winter Eicheln füttern. Ja, sehr schön. Ja, das ist so der erste Eindruck hier, den wir haben. Und Walter, du hattest da einen Zettel. Wolltest du da noch irgendwas auflisten oder was? Wofür hast du? Ich würde sagen, das ist an sich zu viel. Wir werden dann in dem Film, kannst du dann irgendwo nochmal so. Kannst du mal die ersten fünf Positionen vielleicht mal runterlesen da? Oder was hast du da? Die errungene Meisterschaft dieses Jahr oder irgendwas. Ja. Das sind also schon erster RV-Meister. Ja. 64 Preise, 27.217 Preiskilometer. Zweites, drittes Astweibchen. Jeweils haben die Weibchen 2.482 Kilometer. Dann zwei Weibchen, die von den auf dem Championat 800er, 830er, 840er, 800er jeweils alle Preise haben. Dreimal auf dem Championat gesetzt, dreimal Preis. Noch ein drittes Weibchen, das also von mach mal weg. Von drei Touren zwei Preise hat. Das hatte ich befürchtet. Dann bei uns erster Verbandsmeister, Meisterschaft, erster Brieftaube. Astaube des der Monate so, Juni. Jetzt Juli. Weiß ich. Lady. Bronze, Silber, Goldmedaille. Wobei die Goldmedaille auf dem 800er war. Die Silbermedaille, glaube ich, auf dem Janak-Flug auch ein 800er. Bronze auf irgendein 500er. Lauter, Walter. So, dann haben wir Assweibchen in der RV, erste, dritte, vierte. Jähriges Assweibchen, erste, zweite und neunte. Gratulation. Wobei die jährigen Weibchen auch diese weiten Flüge schon weiß gemacht haben. Er macht also da auf sensationell, hat er uns gezeigt, wie es geht. Zum Beispiel auf Rufeck 2, unser Nationalflug, kann er sich also Nationalflugsieger, so steht in der Taubenzeitung, der Zone nennen. Für den totalen Sieg hat es nicht ganz gelangt, er lag weiter vor in der aber da werden wir auch noch etwas zu sagen. Wir werden also auch noch einen Bericht bringen von dem Nationalflug und wird wohl auch noch in der Brieftaube veröffentlicht werden. Ja, wie gesagt, alles aufzuzählen ist fast schon. Ja. Und das sehr alles, schwierig. Und das alles mit, auf dem ersten Preisflug hatte ich 17 Tauben gesetzt, nicht mehr. Mhm. Die ganzen Siege kommen daher, von den Partieren. Ja. Ja. Wie ist dein Winterbestand? Ich sag mal 70 Stück. 70 Stück. Also mit ist das schon. Mit Tauben, mit Zuchttauben, 70 Tauben. Wie viele Junge ziehst du? 50. 50. Sehr viel am Haus verloren. Ja. Kann man nichts machen, ne? Nee, das ist das. Jede Woche ein bis zwei. Ja. Und nimmst an allen Flügen, die so wurde, dann nimmst du dran teil. Ja, Vorflüge bin ich dann noch, dann sind die noch nicht fit, die Tauben, aber ab dem letzten Vorflug habe ich an allen Flügen teilgenommen. Ja, und im Herbst, den letzten Preisflug auch nicht mehr. Bist du von der Einstellung, sagen wir mal, sehr, wie soll man sagen,
gewinnorientiert oder lässt es ein bisschen gemütlicher angehen? Ich lasse es sehr gemütlich angehen. Ich sage, also der Sieg ist nicht unbedingt alles, nein, im Taubensport? Nein, die Preise machen ist das eine, aber das Gemütliche ist mindestens die gleich große Hälfte. Und das gefällt dir auch in Oberhausen? Ja, ja, da sitzt man nochmal auch zusammen mit 6 oder 8 oder 10 Leuten auch und trinkt noch ein Bier und isst eine Frikadelle zusammen. Das ist schon so in Ordnung. Also ich muss auch sagen, als der Paul bei uns angefangen hat und hatte da einen ersten Konkurs, noch einen und immer die gleiche Taube, da kamen mehrere zu ihm und haben gesagt, Paul, setz die Taube dir ja, auf den 800er. Ne? Und da sagte Paul, weißt du was, die macht zwar dreimal einen ersten Konkurs, aber einmal nur oder zweimal nur. War eine Jährige, ne? War das eine Jährige? Zweijährig, also. Ja. Nur, ist schade um die Taube, muss ich wirklich sagen. Die Eltern habe ich aber noch davon. Was war das für eine Blutführung? Das war halbe halbe, war das. Halb verkammen. Also und eine halb, Kreuzung sozusagen, der beiden von Linien. Den Abele, ja, 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 ja. Und die Eltern habe ich noch. Und ich hätte, die hat 4 erste Konkurse gemacht, aber ich hätte die 4 ersten Konkurse auch gehabt, gemacht, wenn ich die Taube nicht gehabt hätte. Also habe ich da nur den zweiten. Ja, 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 ja. Also die eigenen Kumpels, die waren dann zur Stelle. Nur die war immer schneller, 2 Sekunden schneller konnte die reinspringen. Ja, war, ja, ist egal. Ne? Dann hat die drauf gehabt, ja. Von den Van der Nabele war das, meine gute Hauptvererber, die letzten Jahre war ja der Blixen. Davor war ja der Wittenburg und dann der Colonel und der Kleine. Da glaube ich, der Sohn daraus, der war so ein Rudi, nannten sie den. Ja, Rudi, ja. Und davon, die sie jetzt genau daraus ist, weil mein Bruder, der hatte nichts mehr aufgeschrieben. Ein paar Söhne von dem Rudi hatte ich sogar hier zur Zucht, aber ist auch nicht viel von übergeblieben. Jetzt waren die auch schon, weil der Bruder die schon 6, 7 Jahre festsitzen gehabt hatte, fast verschlissen, sage ich vielleicht nochmal. Also ich habe ja, weißt du, sagt dir der Name Heinz Kloswart? Groß, ja. Ja, das ist ja bei uns der Lokalmatador gewesen, über viele Jahre. Und der hat ja den Bruder, also den Don Juan, den hat der Van der Nabele, der kommt auch regelmäßig zu den Besuchen, wenn der Heinz Geburtstag hat. Also einen richtigen guten Draht dazu. Und so sind die Van der Nabele-Tauben bei uns in der Verwandtschaft etabliert, ja. Und ich habe auch aus dieser Linien was. Wir haben auch einen Regionalsieger, den 730 bei den Kolzig. Und ich, wie gesagt, ich hatte auch mal im Internet für 1.000 € einen Enkel Blixen gekauft. Habe aber nichts Gutes daraus gezogen. Da kommen kleine und große raus. Ja. Das wollte ich jetzt fragen. Darauf wollte ich hinaus. Hast du auch das, die sich so mal aufspielen? Da sind teilweise große Tauben. Und dann kleine, es kommen auch schon mal Blauschecken. Ich weiß nicht, ob bei dir auch schon mal. Ja, hier war auch ein Blauschecken da auch. Ja, weil sie mal sagen, das geht nicht. Nee, ja, aus Blut. Nur blaue rein. Ab und zu, ja, ja. Aber jetzt kommen auch schon mal Blauschecken. Ja. Nee? Ja, ja. Und wie gesagt, ich hatte nicht so das große Glück, obwohl mal eine eingekreuzte Linie, da war viel von der Nabele, von den Horst Werner aus Dortmund. Da habe ich 3 Weibchen gehabt, die fliegen jedes Jahr über 30 Preise mit erste Konkurse. Und die waren auch typisch auf diesen Van der Nabele, sind schon sichtlich gute Tauben, ne? Das heißt wirklich. Sympathischer fand ich nur den Jos Verkamm. Ja, bei dem Van der Nabele waren wir da kriegen wir gerade einen Schluck Wasser und dann können wir wieder abfahren. Und der Jos Verkamm, der hat uns sofort eingeladen, mittags erstmal in die Stadt rein, schön essen gegangen sind wir da erstmal. Ne? Obwohl ich beobachte den Schlag ja über viele Jahrzehnte, Verkamm oder ist egal, alles früher anhand von Katalogen und so weiter, da kam dem immer so ein bisschen unnahbar vor. Und jetzt bin ich erstaunt, ja, oder zurückhaltend. Das kann vielleicht vor sein. Ne, dann wollen wir das mal so beschreiben. Aber die letzte Reportage, die hat mir sehr gut gefallen, weil ich glaube, das ist der Ursprung ist von den Sleds und ich habe vor kurzem noch einen ganz alten Vogel die Pantherlinie, kam ja über den Sleds. Da konnte ich noch einen ganz alten Vogel, typisch, wo der Fastrate hat ja damals den Panther gekauft. Und das sind, wie gesagt, diese dunklen. Und da habe ich einen gewissen Draht zu. Und deswegen habe ich diese Reportage in der Brieftaumzeitung auch mit Genuss gelesen, sage ich mal. Ja, das war schön. Ja, können wir mal ein bisschen die Tauben reingucken im Schlag vielleicht oder was? Ich habe auch nicht sauber gemacht. Ne? Das spielt keine Rolle, ne? Die Waldstreckler. Die eine Ecke vielleicht mal, weil die richtig hervorragend ist. Die 3 erste Konkursflieger und die beste Taube der
Reisevereinigung, die sitzen alle in einem... Ja, schön, wenn man die Tauben mal so optisch die Leute mal sehen kann. Ja, ja, ja. Nee? Und die kennen aber auch eigentlich keine fremden Leute, wenn die auch mal flattern. Nee. Erstmal bis hierhin sage ich mal Dankeschön, dass wir hier filmen durften, dass du uns das Vergnügen mal gegeben hast, mal hier einen Einblick zu gewähren. Weil das machen nicht alle. Ich sag mal, die Leute, die sich verweigern, die unterstützen im Großen und Ganzen nicht die RV Oberhausen. Nee. Ist auch nicht jedem gegeben, das verstehe ich. Nein. Jeder möchte vielleicht nicht vor der Kamera stehen, ne? Das ist auch nicht so einfach. Ich hätte auch nie geglaubt, dass mir das mal so liegt, solche Sachen zu machen. Wenn dann einer vor 30 Jahren hätte gesagt, ja, bist du Ballaballa oder was. Ja gut, ne? man muss schon... Machen wir erstmal Kaffeepäuschen. Ja, genau. Also, ne, hier machen wir erstmal einen Cut. Ja. Und Dankeschön. Ja, Paul, ich frage dich mal jetzt, ob du mal aus der Mottenkiste hier oder aus der Geheimniskiste ein bisschen verrätst. Wie ist denn die Versorgung deiner Tauben? Ja, eigentlich ist das viel zu einfach. Das glaubt mir gar keiner. Weil ich da viel zu faul bin, ich sag mal, irgendwas über das Futter anzumischen oder in die Tränke zu tun. Ich fange mal damit an im Januar. Gut, da bin ich beim Tierarzt einmal gegen Paramyxo. Hast du einen speziellen Tierarzt? Oder? Nee, der hier in der Nähe gerade der erste ist und der es überhaupt noch macht. Ne? Das machen wir auch schon längst. Warst du auch Tierarzt. Schon mal bei dem Meister? Nein. Nicht? Nein, nein. Sehr mal. Und dann angepaart werden die Tauben bei mir Ende Januar, Anfang Februar. Alle zusammen, die Zuchttauben und auch die Reisetauben. Und die dürfen auch alles, was an Eiern ausfällt, großziehen. Denn ich bin der Meinung, auf dem Mittel, Schwangerschaft ist keine Krankheit. Ne? Ja. Dafür sind die Tiere nun mal da, um sich zu vermehren. Und jetzt aber zu den Tauben da zurück. Wenn die Jungtauben dann so 16, 17, 18 Tage alt sind, dann nehme ich die Männchen, weil ich ja nur mit Weibchen reise, nehme ich die Männchen runter und setze sie separat auf den Schlag und in der Foliere, damit die nach Möglichkeit nicht nochmal wieder legen, die Weibchen. Mhm. Und wenn die Jungen dann abgesetzt sind, wenn die eine oder andere legt, stört mich auch nicht weiter. Wenn die Jungen abgesetzt sind, geht es ja schon mit der Witwerschaft los. Dann ist so Ende März, Anfang April ist dann schon. Und dann lasse ich die auch das erste Mal erst wieder frei, damit der Raubvogel nicht schon viele geholt hat. Deshalb klappt es die ersten zwei, drei Fliegen vielleicht noch nicht so tolle. Und dann gibt es bei mir nur Futter und klares Wasser. Eigentlich das ganze Jahr über. Glaubt jetzt wieder keiner. Es ist aber nicht nur das normale Futter, sondern das Mifuma ist bekannt. Und die haben diese Aktivperle in so 5 Liter Kanistern sind die. Da soll man 5 Gramm pro Taube pro Tag geben. Und sonst wirklich nur das Mifuma Futter Energy und für die ersten zwei Tage ein leichtes Futter. Ja, kaufe ich auch nur 2 oder 3 Kilo geschälte Sonnenblumenkerne vielleicht im Jahr und auch ein paar Kilo Hanf. Und das ist es dann aber auch wirklich schon. Und ich glaube, es kommt durch diese Körner von Mifuma, die trainieren wie doll. Ja. Ab Mittwoch, dann habe ich schon eigentlich wieder einen kleinen Preisflug. Ich lasse sie los. Und sehe die in einer halben Stunde gar nicht mehr. Weibchen trainieren ja sowieso viele mehr. Ganz toll. Und dann kommen die hier, drehen 3 Runden und gehen dann in die andere Richtung. Ich mache noch eine Zwischenfrage, wenn das dem Wochenende zugeht. Bei mir war das teilweise so, dann konnte ich den Tag vorher gar nicht mehr die Weibchen fliegen, dann kriege ich die gar nicht mehr runter. Nee, so toll ist es nicht. Geht halt sogar, die fliegen eine Stunde, sage ich mal, fliegen die und kommen alle zusammen aufs Dach und sind innerhalb von ein paar Sekunden alle drin. Sind sie auf dich, sagen wir mal, fixiert, wenn sie dich sehen, dass sie dann kommen oder nee, ich kann nicht oder nicht mehr, sonst Jahre war das schon mal so, wenn ich mich vom Taubenschlag habe sehen lassen, da kamen die runter. Nee, das ist vorbei, aber als wenn die eine Uhr kennen, eine Stunde. Manche haben ja so eine dann Klappe. Kommt der ganze Schwamm, baff. Kollegen, die haben so eine Klappe am Dings, wenn die sind einmal weiß oder rot und wenn die umschlagen, dann sind die zur Stelle. Auch, und auch mit dem Wasser, es gibt kein Ergänzungsmittel über das Wasser und auch nicht über das Futter. Wenn die Tauben wiederkommen, lässt du die zusammenlaufen oder, ja, dann, oder warten die Vögel schon? Vorm Einsetzen, ich nehme die einfach so lose vom Schlag runter. Ohne zu zeigen, ohne alles. Und wenn die wiederkommen, dann sind in den Zellen, in den Nistchen eingesperrt, die Weibchen, sondern die Vögel. Klar. Warte ich aber auch eine Stunde mit, bis die Weibchen sich erstmal erholt haben, nicht, dass die wilde Vogel da sofort. Okay. Und teilweise lässt du sie dann über Nacht auch schon mal zusammen? Wenn das ein relativ schwerer Fluch ist, sonst mal 2, 3 Stunden, aber ich sehe das auch nicht so eng alles.
Auch wenn ich meine, war ein schwerer Fluch, aber lasse ich die auch schon mal bis zum nächsten Tag morgens. Genau so. Sitzen die Weibchen einzeln in einzelnen Zellen oder? Grundsätzlich eigentlich nein. Ausnahmen bestätigen die Regel. Wenn dann auch mal zwei da in der Ecke sitzen, dann sperre ich die schon in ihre eigenen Nistzellen dann ein. So ab Mittwoch oder sowas vielleicht. Ja. Ich glaube aber auch, es ist rassebedingt. Und der Verkamm hat auch immer schon Weibchen gespielt. Und sehr gut mit und viel mit Weibchen gespielt. Und dann ergibt sich das von alleine, dass man die Paarischen nicht überhält, weil die keine Preise fliegen und dann werden die von alleine aussortiert. Ne? So habe ich da eigentlich keine große Last mit. Mhm. Dieses Jahr hat man eine Täubin, glaube ich, gelegt. In dem letzten Jahr nicht ein Ei gefallen in der ganzen Saison. Die von den Abelen sind auch ein bisschen mehr störrisch. Also früher die Jansen, haben sie gesagt, die... Ich brauche die Vögel nur wegnehmen, dann schon ist ja. Aber ich kenne auch viele Leute, die mit lesbischen Weibchen sehr gut gespielt haben. Ich glaube, sie sind zeit- und arbeitsaufwendig. Da muss ich doch auch. Ja, es gab hier den einen oder anderen auch schon mal. Der hatte dann eine größere Schale gehabt und dann immer mehr Eier da reingelegt. Ja, und dann wurde drei oder vier. Die Schalen wurden zusammengerührt. Ja, ja, eben sowas. Aber ist mir schon zu viel Arbeit. Ja, nee. Wenn es doch klappt. Ja. Aber wie gesagt, die Vögel, die tust du gar nicht. Nur eigentlich schade. Ja. An sich schade, ja. Ich habe ja immer Totale gespielt. Ich auch. Dann waren links die Weibchen und rechts da waren die Vögel dann drin. Und von den 15, ich sag mal 15 Weibchen machen 10 einen Preis. Und von den 15 Vögeln machen 2 oder 3 einen Preis. Ja, dann fällt mir da der Spachtel aus der Hand. Da habe ich keine Lust mehr zu kratzen. Die Weibchen sind schon da, ist noch kein Vogel. So. Aber das Geheimnis war nach meiner Meinung, ich bin dann erst abends, wenn es kurz vorm Dunkeln war, im Sommer ist ja lange hell, ich bin von Uhren ab dem Nien am Schlag gegangen, habe die machen lassen, was sie wollten. Die haben das selbst geregelt, die Tauben unter sich. Ja. Und das hat, glaube ich, auch die Eifersucht und so weiter aber gefördert. Aber alle Leute, die dann sofort hingelaufen sind und die sortiert haben, die haben keinen Erfolg gehabt mit dieser Nur Totalen. Ich muss ja dann auch die Tauben zweimal fliegen lassen. Bei Jungtauben sind die auch noch da, die nochmal raus. Genau, dann richtig, komme ich ja vom Grundstück gar nicht mehr runter. Ja, da hast du recht, ja. Und es funktioniert so. Und ja, du bist nicht der Einzige, der Karl Kordes macht auch nur mit Mädchen, ne? Ja, auch ja, weiß ich und ja. Habe ich noch gar nicht mal so drauf geachtet. Ja, da ist Fliegen unwahrscheinlich stark, ne? Und man kann sich da besser drauf verlassen, ne? Ja, so ist es. Hast du auch Goldmedaille geholt oder so? Bronze, Silber, Gold ist ja. Also Silber, Gold. Wir haben jetzt aus der RV, also von den RV-Spielern jemand angerufen und hat gesagt, war traurig, dass man als Programmspieler keine Goldmedaille in Oberhausen holen kann. Tja, ich sag, da musst du irgendwie nein, hat auf ja dann das System einstellen irgendwie. Ne? Der wird ja nach Züchterzahl und der Flug muss 600 Kilometer haben oder 500 Kilometer sein? Ja, bei uns ist es 700 Kilometer, ne? So wie ich gehört habe jetzt. Ja, nein. Welche RV spielt denn hier in Deutschland noch überhaupt 600? So. Das sind ja nur die wenigsten. Ne? Die gehen ja immer noch weg von dem 600er. So, und bei uns ist das also dieses Jahr so gewesen, da kommt doch drauf an, klappt jetzt der zweite 500er, da ging wettermäßig nicht, also schob da schon die Silbermedaille nach hinten. Irgendwo muss sie ja auch ausfliegen. Und so ist das also dieses Jahr gekommen, dass wir den letzten Flug, den 800er oder... Ach, da wurde das dann ausgeschlagen. Also, das ist nicht die Regel. Das ist nicht die Regel. Also. Aber... Naja, jedem recht machen geht sowieso nicht. Nein, Wetter spielt ja auch nicht immer mit. Und ein bisschen überzogen sind... Wir haben manchmal Wandscheid, wenn die Dinge ausfliegen, dann wurde die ja das nächste Jahr. Da haben sie sich manchmal... Konntest du zwei, drei Jahre nicht ausspielen, dann haben sich auch einmal eine Medaille. Irgendwann war dann der Zeitpunkt, wo die dann alle ausgespielt wurden. Ne? Ja, wir sind eben ja Wind und Wetter abhängig. Und ich meine, wir haben dieses Jahr Flüge gehabt, da war kein kaputter dabei. Wir haben einen Nationalflug von 800-900 Kilometer, der war in eine Stunde. Und gut eine Stunde Konkurs. Gute Stunde Konkurs war der zu Ende. Auch der letzte Flug. Ich hatte abends um 8 Uhr alle Tauben da. Ja. Um 5 Uhr kam der erste Flug, um 8 Uhr waren alle 10 da. Ja, aber ich muss auch sagen, dieser Janak hat schon ein bisschen länger gedauert. Der war 4,5 Stunden oder so. Auch normal von 850 Kilometer. Und vier Nächte im Korb, die Tauben. Ne? Und vier, aber
Dann macht er mal nichts. Das macht gar nichts. Da haben die meisten natürlich auch so eine Angst vor, noch eine Nacht im Korbel. Wenn die schön sitzen, schön versorgt werden, wunderbar. Dieser Schinze, der ist ja jetzt auch im Präsidium, ne? Sagt dir der was? Vom Namen her, mehr. Ja. Der hat jetzt bei Facebook, die hatten jetzt einen Jungtaubenflug, einen Nationalflug ausgerichtet. Und da fragt ihm einer, wie das denn, ob denn auch die Zoneneinteilung. Ne, das hat er verweigert. Also Zoneneinteilung, das wäre nicht das Optimale, ihm sei Einschätzung. Bei uns waren ja, wie gesagt, wir haben das alles in Zonen. Und bei uns ist jetzt, sagen wir mal, von dem Nationalflug der Klasen, glaube ich, der erste, ne? Also wir haben die... Wer hat denn jetzt den Nationalflug gewonnen, sag ich mal? Der Mako von der Zone 1, der war ein bisschen früher als die erste Torbe von Paul. Also den Gesamtsieg. So, das heißt, das ist der Gesamtsieg. Ja, ja. Aber es ist so, dass jeder Zonensieger sich auch Nationalflugsieger... Ja. Das ist ja jetzt auch ein großer Nationalflug. Diese kleinen Nationalflüge sind, glaube ich, über 500 Kilometer, ja, ja. Und über 600 sind dann große Nationalflüge. So habe ich das zumindest erlebt, oder so soll es wohl sein. Und ich finde, der Alfons Klaas aus Paderborn hat ja gezeigt, dass das auch geht. Er macht von 9, glaube ich, 6 Stück. Ja, ja. Und auch ziemlich früh dabei. Vor Jahren war ich mal da und habe also eine Taube für die Versteigerung abgeholt. Da hat er schon über Hofweg gesprochen. Da sagt er, ich glaube, meine Tauben könnten das auch. Ich wette, die haben ein paar Mal versucht. Ja, und so ist es, ne? Ist natürlich schon ein Unterschied. Ob, seine Urdings waren ja die Grondelas, ja. Von dem Hotelier. Ja, jetzt voriges Jahr war der zweite Hofweg, oder Janak war das dann auch. Der war, ich meine, Begriffe viel, viel schwerer, weil da war noch Gegenwind dabei, ja, gewesen. Ne? Ja. Und dann war es für meine auch ein bisschen zu arg geworden, weil da sind noch 3 oder 4 weg gewesen. Mich, ja, hat einer auch von weiter weg angerufen, der sagte, warum kein Mittagsauflass? Ja, ich sage, es ist ein Nationalflug. Dann. Ob man da als Mittagsauflass machen kann, wie ist ja da eure Meinung? Also dazu muss ich Folgendes sagen. Als wir darüber gesprochen haben, Nationalflug, ob wir Ausrichter von einem Nationalflug sein könnten, habe ich dann gesagt, ja, ich sage, ihr könntet ja beim Verband mal was ganz Neues machen und dann unseren Mittagsauflass als Nationalflug nehmen. Aber ich sage, dann würde man wahrscheinlich alles überfordern und da haben die also auch schon eine panische Angst vor, so was total schief gehen könnte. Wobei ich sagen muss, diese Mittagsauflässe, du wirst das auch verfolgt haben, wir werden das auch verfolgt haben, haben wir mit unseren Tauben, für die Weitstreckler ist das meistens ein Fluch für die Jährigen, die sich nicht kaputt fliegen können am ersten Tag. Richtig. Denn ja, nichts ist schlimmer, als wenn die 15, 16 Stunden und gehen. Und erlernen das übernachten. Ja. Das ist ja der auch bei den Jungtauben. Wenn ich die selbst wegbringen muss, die Jungtauben, dann will ich niemals morgens fahren. Immer erst nachmittags um 2 oder 3. Ja, ganz genau. Wenn es dann dunkel wird, dann ich müssen immer sie... Ich habe immer 19 Uhr im Sommer. So, 19 noch Uhr. Besser. Ne? Ich habe dann immer Lünscheid. zur Futterzeit auch gemacht. Super. Der Lindemann hat das damals in seinem Buch ins Leben gebracht. Ist schon, wenn man morgens um 7 Uhr loslässt und die fliegen den ganzen Tag, dann fliegen die am nächsten Tag nicht wieder los. Dann sind die so erschöpft. Und wenn die aber nur nachmittags 3 oder 4 oder 5 Stunden fliegen können, die machen sich morgens wieder mit klarem Kopf auf den Weg nach Hause. Es gibt ja welche, die lassen morgens die Tauben jung fliegen und dann setzen sie, wenn sie reingekommen sind, fahren sie trainieren, damit die dann nicht mehr so durch die Gegend gondeln. Ne? Ja, wichtig ist meiner Meinung nach, und das ist bei uns auch gegeben, das weiß der Paul auch, dass wir möglichst wenig Tauben im Korb haben. Das ist sehr, 15, sehr schön. 16, ja. 17 Tauben. Ja, da könnte man 25 reinpacken. Aber das macht sich also bemerkbar und vor allen Dingen auch, wie die versorgt werden. Wollte ich gerade sagen, wie siehst du denn die Berichterstattung von unserer Versorgung der Fahrer und so weiter? Guckst du auch schon mal die kleinen Filme da? Ja, habe ich schon mal ein, zweimal. Wunderschön. Wunderschön, wie gesagt. Ja, auch für die Fahrer ist alles. Wir können da duschen gehen und dann Würstchen sind auch schon auf dem Grill. Ja. Ist schön. Ist einmal. Habe ich auch hier bei den anderen dann schon in der Versammlung auch schon mal gesagt. Ich sage, müsst ihr einfach mal reingucken. Dann kriege ich mal wieder Vertrauen dazu, dass hier auch eine zweite Nacht im Korb oder eine dritte Nacht, dass das gar nichts ausmacht. Denn hier, die möchten immer
ne, nach Möglichkeit ist morgens losfahren und dann mittags schon auflassen oder irgendwie sowas schon. Also da haben wir wirklich Glück mit den Fahrern. Ne? Ja, das. Ja, und ich mache ja die Protokolle oder muss ja auch die Protokolle da für FSK machen. Auf diesem Flug OFEC 2, auf diesem Nationalflug, sind die siebenmal, haben die Wasser gekriegt. So. Siebenmal. Nach 6 Stunden hinter Paris. Und. Und die Fahrer sagen, was auch sehr interessant auch ist. Mit der Temperatur, die sie dann zeigen und so. Ja, das ist ja wirklich allerdings. Ja, ja. Ne? Und vor allen Dingen kaum einer, viele Fahrer wollen nicht, dass so der Auflass gefilmt werden oder alles gefilmt werden. Manche fühlen sich überwacht oder so. So, manche Auflassleiter wollen das auch nicht, weil sie sehen können, Tauben sind da gar nicht abgezogen. Ja, wenn die nicht abgezogen sind, dann kann man auch nichts dran machen. Ja, oder wir haben einmal gehabt einen Film, da konntest du sehen, wie die Geier da reingehauen sind. Ja, da kannst du auch nichts dran machen. Das sind die Untermieter. Kannst du nicht wieder zurückholen, wenn sie einmal draußen sind? Ich filme gerade deine Untermieter. Da, die keine Miete zahlen. Oh. Ja, hör mal, da würden einige in Ohnmacht fallen, wenn sie das sehen. Was denn? Ja, siehst du nicht, wie die Spatzen da rein und rausgehen? Ja, mein Gott. Und das habe ich bei einem der berühmtesten Züchter aus Gladbeck mal gesehen. Ich komme jetzt nicht auf den Namen. Das war der hier, der in Gladbeck, der ungekrönte König. War da der ging Nee, nicht der Levan, der hat noch einen anderen Namen. Da ist er einmal, ich komme jetzt. Warst du da bei dem zu Hause, im Gartenschlag oder wo? War ein Gartenschlag gewesen, der hatte auch die Zuflüge Mäulermann. Bei dem gingen auch die Spatzen rein und raus. Das hat alle nichts gemacht. Und wenn das einer, manche, die würden in Ohnmacht fallen. Oh, meine Dings, und guck mal da, hier, wo ich das gerade gesehen habe, das war top. Ja, siehste, da waren die Untermieter. Was hier? Nee, finde ich gut, dass du das so, also da sieht man ja, dass du das auch locker siehst. Ich sehe das auch locker. Und jetzt hatte ich doch auf den beiden Flügen, waren 5 Schinken waren gespendet. Ne? Ja. Sagt dir der Werner Eckwart? Jo. Ja, und da in der Nähe. Bei dem Lischka? Lischka? Ja, der Lischka ist ja mit dem Werner Köhler. Nee, der hat die letzten Jahre haben die Lischka. Ja, aber Lischka Eck dieses Jahr noch. Ja, mit dem Eck, genau. Der will aber aufhören, der Eck. Eck war vorher, ja. Der hat außer den kenne ich ja. Die kamen ja früher alle nach Andi Marx. Ja, da hat er auch immer so gut gespielt, der Eck. Der hat die Tauben von den Marx dann weggefahren, trainiert dreimal eine Woche auf der Autobahn schon. Ich habe so gefahren für den Andi, nicht nach Kalteiche. Siehst du, und der Eck vielleicht vor Jahren auch mal, vor 15 Jahren oder sowas? Da war ja dann der den Super Dom da, der Vorgänger, der Hundezüchter, wie hieß der noch, der Duzinski. Werner Duzinski. Duzinski, ja. Der kam auch aus der mit die Bartstaben. Der hat aber ja im Buch gespielt. Okay, und wie hieß denn jetzt der Züchter mit die Spatzen da? Der kam auch aus der Ecke. Aus Gladbeck oder aus Buhr wohl? Nee, Gladbeck. Bartsch, Erich Bartsch? Nein, der Bartsch, nee. Mit J kann das sein, J irgendwas mit J. Der ist vorbei, ist egal. Ist der Pastor, der ist mit Jörg, Jatsirowski-Blotzig. Nee, da hat der Andi sich auch eingedeckt. Und der Eck hat die Tauben von dem hinterher gehabt, wo der gestorben ist. Ich habe vorhin vergessen. Da habe ich auch 2 sehr gute Weibchen von den Jatsirowski-Blotzig. Der Hermann Drochter ist da mit drin. Macht er jetzt auch mit. Und der über einen Bekannten fragt nämlich, ob ich noch Ringe hätte. Ja, ich sage, ich habe noch ein paar Ringe. 10 Ringe in so einer Tüte gehabt, 10 Ringe habe ich denen gegeben und einen alten Ring dazu. Ich sage, und da hätte ich gerne im Herbst dann eine Spätlunge dran und den Ring wieder. Nach 14 Tagen, 3 Wochen, da kommt der Kollege schon an mit 6 Jungen mit normalen Ringen noch da dran fürs laufende Jahr. Und von den 6 sind 2 super, super Weibchen gewesen. Die habe ich beide noch in der Zucht. Da kommen auch noch die Nachts, das ist auch noch wieder toll. Ich glaube, in der Transportgemeinschaft bei 4.000, 5.000 Tauben, da waren die beide bei den besten 5 Weibchen in der Transportgemeinschaft dabei. Super, super fein. Ein Jahr nach der 5. Tour, da war der 5. Konkurs, war der späteste. Ersten, zweiten, vierten, fünften, nur eine Woche nacheinander. Also in der Ecke, sie hast schon richtig Top-Material. Ja. Und jetzt eine Tochter von diesen
Wir sagen vom Pastor die Tauben, weil der ist ja katholischer Priester, richtig, der Konrad Jerzyrowski, ne? Also. Und die Tochter davon, die war jetzt auf dem letzten Flug Erste. Die macht den ersten Konkurs. Mhm. Will man mehr? Nein, ne? Nee. Also hat hier die Region auch einen kleinen Eingang. Ja, doch, sicher. Hat jetzt einen Knacks gekriegt hier. Nicht nur von der Wählerkanne. Nein, ist jetzt ein bisschen daneben. In Gladbeck müssen sie auch die Straße umbenennen. Die Kardinal-Hengsbach-Straße. Ja, aber die Ära geht unweigerlich dem Ende zu, ne? Oder? Den Daumenzüchter. Ja. Also ich meine... Eine Idee, wie man das umschmeißen kann? Nein, das ist der Lauf der Zeit, glaube ich. Weil man doch, das war in abgeschwächter Form, aber die schönste Zeit des Jahres doch sehr ans Haus gebunden ist. Durchs Trainieren, ich mache jetzt auch schon Fernabschlag, ich muss nicht mal mit der Uhr zur Einsatzstelle und dann noch ein paar Stunden saufen. Ja. Ne? Muss nicht sein, war auch immer schön, wenn man gut gespielt hat, dann saß dann da nach Theke irgendwo, war auch durfte. Aber dann fängt auch morgens an, können wir in den Urlaub fahren oder eine Woche schon gar nicht, ah, heute fahren wir da und dahin. Ah, die Tauben sind noch nicht drin, noch eine Viertelstunde warten. Und abends, 6 Uhr, fängst du an zu trommeln. Ich muss die Tauben wieder fliegen lassen. Denk mal dann, wo das Geldspiel war. Da hast du Donnerstag das ja, Liste abgegeben. Und Donnerstag. Was hast du von dem Geldspiel raus? Hast du auch mitgemacht? Ja, fand ich immer sehr schön. Ich war nicht der große Geldspiel, aber immer das doch am Wochenende. 100 Mark oder 150 Mark unterwegs waren. Also ich habe, wir haben in Wattenscheid, in den 60er Jahren auf 5 Kilometer im Umkreis 1000 Züchter gehabt und haben 50.000 D-Mark Stadtgeld gehabt. Und ich habe bei den Bezirksflügen, konntest du einmal im Bezirk durchsetzen, 69 D-Mark, dann in der RV und im Kreis. Ja, da haben wir meine Vögel in den 1000 D-Mark nach Hause gehabt. Ich habe als Betrieb, als Bauschlosser einen Stundenlohn gehabt von 3,63 Mark. Mein erster Stundenlohn war das, Gesellenlohn. Und das waren knapp 1000 Euro netto. Und dann saß der Vogel auf dem Dach und du wusstest nicht, kommt der jetzt rein, du warst am Zittern wie Essenblau. Ich kann mich noch erinnern, ich war in der das Lehre. Das waren Erlebnisse, sag ich mal. Ne? In der Lehre und dann habe ich auch, weil also eine Woche vorher, ich sag mal, haben wir zum Norden gespielt, Flensburg machte in Gladbeck einen 9. Konkurs. Ich habe bis Skagen geschickt, 81 war der letzte Mal Skagen. 79 weiß ich noch auf Skagen, 10 Tauben gesetzt, 9 Preise. Super. Und da war noch ein Jahr vorher, 1966, 67 wird das gewesen sein, die macht den 9. Konkurs. Und dann war Ruhrgebietsflug oder Bezirksflug doppelt voll, 80 Mark auf eine Taube. Gusek hat der Einarmige immer. 80 Mark auf eine Taube, das war für mich ein Wochenlohn. Montags kam der Wochenlohn wieder. Ja, du bist aber nachts nicht nach Hause gegangen, in der Kneipe habe ich gesessen. Ja. 3 Stück durchgesetzt. Oh. War auch schön. Ne? Ja, das waren schon Erlebnisse. Dann mit dem Gummiring und alles. Dann war mal der Gummiring weg. Dann war die Uhr stehen geblieben. Oh. Dann H.O., Hülse offen, falsch rum reingelegt. Gab es auch immer alles. Ich habe einen Kollegen gehabt, da musste die Frau jedes Mal erstmal den Käfer suchen vor irgendeiner Kneipe. Und dann musste die Uhr noch suchen, bevor die Tauben kamen. Jeden Sonntagmorgen. Ja. Ja, das hat dann natürlich Ärger gibt zu Hause. Ne? Aber die Frau hat mitgemacht. Ja, gut. Aber man kann auch alles in eine andere Richtung wieder denken. Ja, mein Bruder, der auch immer Tauben hatte, dann hat er auch mal aufgehört. Hatte keine Lust mehr angeblich. Genau wegen Erfolglosigkeit. Ne? Dann kann ich endlich mal sonntags mit meiner Frau essen gehen. Dann habe ich tief Luft geholt. Du Blödmann. Das Jahr hat 52 Wochen. Taubenreisen, Preisflüge sind maximal 18. Und davon noch 3-mal samstags oder 4-mal samstags und 4-mal sind die auch vor Mittagessen schon da. Dann ist vielleicht 10-mal, wo du im Jahr nicht mit deiner Frau sonntags essen gehst. Wenn du 42-mal im Jahr mit deiner Frau sonntags essen gehst, dann ist sie auch froh, wenn sie mal eine Woche zu Hause bleiben. Ja, ja, ist doch, ne? Aber heißt, da kann ich endlich mal mit meiner Frau essen gehen. Ja. Ja. Wenn man das dann aufschlüsselt, ist das ganz anders. So. Hinterfragt. Ja, dann würde ich erstmal sagen, bis hierhin schönen Dank für die Unterhaltung. Einmal da, wo die 4 guten Weibchen zusammensitzen, ja. Im Schlachten. Ja. Ganz kurze Momentaufnahme. Ja. Alles klar. Und dann? Ja. Sind wir so weit. Bier trinkst du nicht mehr, oder? Ich bin Alkoholiker. Gewesen? Ich war mit. Nee, also ein alkoholkranker Mensch wird sein ganzes Leben alkoholkrank sein.
Ja, aber bis jetzt sag mal, trocken, sagen wir mal so, oder? Ja, oder? War eine lange Phase. Mit 31 Jahren war ich schon fast tot. Es gibt ein berühmtes V. Das heißt, alle sozialen Abstände, alles wird da beschrieben. Und ich sah so 3 Millimeter vor unten vor der Spitze. Und dann habe ich mich nach oben bewegt wieder. Ich bin in der Kneipe groß geworden, von meinem Elternhaus. Ich kenne es auch. Ja, ja, also ja. Ich habe alle Höhen und Tiefen hinter mir. Ich habe auch viele Berufe gehabt, so wie du. Rennst du denn auch den ganzen Tag mit der Kaffeekanne rum? Nein, ich kenne den ganzen Tag nur noch Kaffee saufen im Morgen. Nein, das gar nicht. Ich kann alkoholfreies trinken, ohne Hemmung. Ich auch mit Alkohol. Ich kann daneben sitzen, wenn du einen Schnaps trinkst oder rauchst oder was, dann habe ich auch keine Probleme. Nee. Aber ich wollte nur sagen, da stehe ich auch zu. Ich habe 15 Jahre einen Kiosk betrieben, habe Alkohol verkauft. Wo ich meinen Hausarzt gesagt habe, dass ich mich selbstständig machte, da hat er gesagt, was willst du machen? Ich sage, Kiosk. Sagt er, Achim, was ist denn, wenn die Flaschengeister an zu Boden fangen? Ja. Das war auch dann ab und zu mal, bin ich mal wieder morgens einen kleinen Dornk hat im Café um 12 Uhr den nächsten und dann nochmal einen und dann nach ein paar Tagen war ich wieder. Josefin, der Jan, du sagst, der Janknecht. Aber jetzt schon wieder 30 Jahre. Der Janknecht, der war auch schon mal total. Morgens war das Auto, der hat gestottert. Am nächsten, ja, wie gesagt, wegen der Tauben bei Klos war der gewesen oder war der gewesen. Also, und dann den nächsten Kiosk angesteuert, ein Brötchen gekauft, reingebissen, die Spitze abgebissen, das Weiße raus, mit Jägermeister vollgemacht, das Brötchen dann aufgegessen und mehr getrunken, dann lief das Auto. Ja. Morgens um 6 Uhr. Ja. So ist das, ne? Ich habe viele Leute vom Alkohol weggebracht. Ich habe eine Selbsthilfegruppe mal gegründet und als Kunden. Ja, das gehört aber auch dazu. Nur, was doch was erwähnenswert ist, vielleicht ist der Affenbart. Und bei Gladen, bei dem Futterhändler kommt der aber auch. Ja. Geht er durch den Zaun oder muss er hören? Ja. Ist ja nicht ein Hühnerparadies, wie da rum. Ja, wunderbar. War da ein Maisfilter? Der war Mais, da haben wir vorher noch abgefüllt. Aber den haben die dann als Dings gebraucht, ne? Als Nee, jetzt schon als Silage für. Ich wollte sagen, Silage. Im Sommer. Ja. Wie viele Hühner hast du? Acht Stück. Aber einen Hahn hast du nicht dabei, ne? Nee. Wegen der Nachbarn oder? Und da in dem Häuschen übernachten die? Nein, da müssen wir mal reingehen. Ach, da geht das auch noch weiter. Nee, da hinten, auch, da hinter das, hinten im so. Büsch, da ist auch der. Aha. Und abends machst du zu? Abends mach ich die zu. Sonst hast du einen Tag keine mehr. Dann wird es immer weniger, ja. Ja, das kennen wir, das Spiel. Ja, guck mal hier. Windmühlen haben wir hier im Ruhrgebiet auch. Was ist das, Scholven? Oder? Das ist Scholven, das ist Gelsenkirchen. Da ist auch ein Kraftwerk Scholven da vorne schon. Ne? Die hatten mal einen eigenen Direktor, der nur für die Leute zum Bestechen, damit die ja ruhig sind. Ja, ich kannte mal die Sekretärin davon. Und hier ist der typisch der, so dein. Die sind hier Weibchen, ne? Ne, Jungtauben. Ja, die ganzen Jungtauben. Aber das ist so der typische Typ, ja? Ja. Sehen sehr gut aus. Ja. Ganz viel frische Luft immer. Ja. Hier eigentlich auch, als wir dann morgen beim Füttern schiebe ich die dahinter auf und mache die abends. Sind da die Reifen? Nee, das sind die Junge. Jetzt gehen wir zum Reifenschlag. Ja. Warum ist hier das Fenster auf? Ja. Warum ist hier das Fenster? Ach, das ist ein. Na ja, das ist ein Guck. Ach, zum Lüften jetzt im Moment. Hier. Nein, jetzt habe ich was gemacht. Ich konnte die Spätjungen nicht schlachten. Da habe ich da überall Ringe dran gemacht. Muss eben reingucken mal. Müssen wir nicht. Zu schade zum Schlachten gewesen. Ja, 25 ja. Stück. Ja. Weil ich so wenig. Das ist von der Reisetauben. Und Zuchttauben. Und dann zusammen da über war. Sind alle später. Ja. Also, sieh mal, die können ja nicht mal fliegen, da ist ja Fenster auf. Also, sollen wir zum Anfang. Die lässt dann über den Winter raus. Und die eine oder andere, wenn also bei mir haben die Tauben 365 Tage Freiflug. Nee, das habe ich nicht hier. Dann habe ich keine mehr. Das spielt keine Rolle. Ich habe noch viel schlimmer wie du. Ich brauche standorttreue Tauben, die das
abkönnen. Der ist in Arbeit, so eine Kiste kommt da auf. Ja. Schön. Also, ist, guck mal, vor lauter Elend ist das Ding auseinandergefahren. Ui. Ja, erzähl mal ein bisschen von mir. Hat sich so ergeben, war nicht geplant oder so? Das ist so eine typische Verkamm, die dunkle hier. Ja, das ist Verkamm. Ja, sie. Das ist aber noch eine junge von diesem Jahr, die hat sich schon selbst umgewöhnt hier. Ja. Da ist noch was auf dem Nestchen sitzen. Ja, da sind aber nur noch Gipseier jetzt. Okay, da, ja. Da ja. Oben sitzt jetzt, das ist die beste Taube in der Reisevereinigung gewesen, oben links. Komm, Wacker, komm. Ja, hier haben wir die beste Taube. Ist das eine Schicktaube? Nein, nein, nein. Das ist vielleicht sogar der Vogel. Ach so. Das hat, da hat die zumindest ihre Zelle. Ja. Und dann da links oben. Na komm, Wacker, komm. Das ist da rechts oben, das ist eine Fallenabele-Taube drin. Ah, so. In der Zelle. Ja. Und die macht dann auch alle drei Flüge Reis. Jetzt guck. Na komm, was. Die macht auch den Janak-Flug dann den ersten Konkurs hier in der Zone. Mhm, schöne Puppe, ne? Und die macht auf dem letzten Ruffeck-Flug den ersten Konkurs. Ist keiner mehr drin. Nee. Geflügt. Und das hier alles so. Ja, ne? Du hast eine tolle Luft hier drauf. Da ist alles offen. Na komm, Backer, komm. Zeigen. Sehenswert ist da draußen. Ich habe da sehr viel ausgemacht. Ich habe die erste Reihe Pfanne so 5 cm hoch. Gesehen. Ja, habe ich gesehen oben, ne? Ja. Da oben, ne? Ja. Mhm, das habe ich schon gesehen. Dann, weil wir sehr verstopft sind, die nicht so sehr wenig sind. Na komm, Backer, komm. Tja, mit wenig Tauben viel Erfolg. So, die Fuma Aktivperle. Und da schwörst du drauf? Da schwöre ich drauf. Mhm. Zwei so Eimerchen ist die Saison gelaufen. Ja, aber die sollen nicht ganz billig sein, ne? 20 Euro. 20 Euro, 5 Kilo. Ja. Aber nichts verdammt. Ja. Fressen auch ganz gerne. Ja. Ja, man muss sie dann auch dran gewöhnen, ne? Nach 2 Tagen. Dann ja, okay. Also sie müssen das kennen, sag ich mal. Ja. Nur das Hühnerfutter ist nicht für Tauben. Nur mal zu zeigen, dass ich da schon ein paar Jahre gegeben habe. Ach so, ja. Wir lernen einmal. Ja. Glaube ich, hätte ich dir auch so geglaubt. Er freut sich jetzt, Röhnfried. Jetzt gehe ich in den Keller. Ich hole mir nicht eine Flasche Bier rauf, ich hole eine Flasche Sekt raus. Ja. Ja, schön. Ja. Dabei. Aber vorher war es schwer. Wir haben noch mit dem Kaffee gemacht. Ja. Da war auch auf dem zweiten oder Janakflug, war abends, glaube ich, eine Taube gekommen. Ja. Trotzdem morgens auch. In der Nachbarschaft, Pferdekoppeln oder genau gegenüber stehen auch. Ja.